Willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday, und das ist die zweite Folge von Orient the Blind Forest. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind letztens hier stehen geblieben, als wir hier bei diesem Strahlen waren, wo uns eine Kugel geklaut wurde, die wir unbedingt brauchen. Und genau an diesem Punkt machen wir weiter. Let's go. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier unbeschadet überstehen können. So. Okay. Oh. Ja, und schon haben wir wieder einen weiteren Tod. Das war Tod Nummer 2. Oder? Ja. Wir sind mal langsamer runter. Mit Tap? Nein! Oh, Ori, halt dich doch fest. Ja, schon sind wir bei Tod Nummer 4. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Umwelt einen mehr töten wird als Gegner. Kann das sein? Oh, das war knapp. Ja, wie ihr seht, habe ich hier was entdeckt. Man kann auf Option Schadenswert einstellen. Das habe ich jetzt mal gemacht, um genau zu wissen, wie viel Ori an Schaden raushaut. So, komme ich hier hoch? Sieht nicht so aus. Brauche ich vielleicht einen Doppelsprung oder so? Junge, der hält aber aus. Verdammt. Da hat der Starre mich erwischt. Kann sein, dass es ein bisschen zu leise ist, oder? Machen wir Soundeffekte eins höher. So. Ist sowieso immer ein bisschen ein Rätsel, wie hier ich das am besten einstelle. Aber geht schon. So. Hier sieht es nicht so gesund aus. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Oh. Speicherpunkt. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Was sagt eigentlich die Karte? Da oben kam ich noch nicht dran. Da möchte ich jetzt im Moment noch nicht lang. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Ach, hier ist sogar richtig. Da ist er. Drei Schaden mache ich. Mit dem Treffer. Das ist ja frech. Jetzt kommen da die Steinblöcke. Das war jetzt mehr als Glück, dass ich das gerade überlebt habe. Okay. Ah, warte mal. Komm mal runter. Ha. Köpfchen muss man haben. Eine Energiezelle. Jetzt habe ich viel. Jetzt kann ich diese Türen aufmachen, die Energiezellen brauchen. Mhm. Oder hier ging es noch weiter, oder? Das macht auch Aua. Ey, meine Erfahrungspunkte. Nee, ich will nicht sterben. Böses Wasser. Oh. Verdammt. Jetzt sollte ich mir angewöhnen, öfters zu speichern. Ja. Die Folge ist sehr todreich. Bis jetzt. Machen wir es halt noch einmal.
eigentlich auch besiegt. Und der nächste tot. Läuft heute richtig. Ich muss aber wieder in Flow kommen hier. So, gehe ich trotzdem erstmal hier lang. Kann man doch bestimmt auch irgendwie besiegen, oder? Null. Ah, nein! Ah, ich lasse ihn jetzt einfach stehen, weiter geht's. Jetzt aber richtig. Das ist ganz schön gemein, dass ich den treffen kann und er mich an der Stelle nicht. Jetzt haben wir die Energiezelle hier. So. Schauen wir jetzt mal, was weiter links ist. Diesmal lassen wir uns aber hier nicht zermatschen. Wir werden jetzt mal speichern, das ist glaube ich eine gute Idee, oder? So. Nee, so komme ich nicht dahin. Kann ich noch nicht weiter. Okay. Halt, das will ich noch holen. Dann gehen wir jetzt mal. Was ist denn das? Ist das ein Symbol? Da, wo jetzt das LT steht, unten, das meine ich, das Symbol. Wird links. Ah, da, Seelenverbindung. Ah, das ist mein Speicherpunkt. Und ich bin irgendwie außerhalb der Karte. Okay. So, wollte gucken, wo ich lang wollte. Ich wollte jetzt da runter, genau. Also zurück. Ne, ich gehe lieber oben lang. Das ist sicherer. Weg mit dir. Also runter. Ich bezweifle, dass ich da rein. Nee, da komme ich nicht rein. Da brauche ich irgendwie Doppelsprung oder irgendwie sowas. Das heißt, wir folgen dem Dieb mal. Ah, hier ist so eine Energietür. Da lang oder da lang? Ich gehe erstmal da lang. Gucken, was es hier so gibt. Ist hier was? Also die Schrägen kann ich nicht hoch, okay. Ja, und das bringt mich jetzt hier auch nicht weiter. So weit kann ich leider nicht springen. Also, oh. Ori? Also doch erst nach rechts. Also. Ey! Gummus Versteck. Okay, da geht's nicht lang. Kartenfragment habe ich leider noch nicht, also. Das war zu kurz gesprungen. Ah, da oben, ich sehe es. Oh, was haben wir hier?
Da ist das Kartenfragment. Und da ist er tot. Ich hätte einen Speicherpunkt setzen sollen. Habe ich schon mal erwähnt, dass man immer speichern sollte? Wäre, glaube ich, klug. Oh, warte mal, habe ich das geholt? Ich glaube ja. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu 100% machen werde. Das entscheide ich dann später. Aua. Gehen wir mal wieder hier runter. Das gleich auf. Auch wenn das noch nichts bringt. Gumus Versteck. Warte, aber das Kartenfragment. Oh Gott, ey. Habe ich jetzt schon 10 Tote in dieser Folge? Das kann ja was werden. So, jetzt haben wir das Kartenfragment. Setzen wir dann oben mal ein, um zu gucken, wo es überall lang geht. Sofern ich hier erstmal lebend hochkomme wieder. Okay, hoch ist leichter als runter. So, setzen wir das Kartenfragment mal ein. Oha. Alles groß. So, da unten gab es noch einen. Oh, das ist ein Schlüssel. Das heißt, ich muss da runter. Da ist ein Schlüsselfragment. Aua! Die Erfahrungspunkte waren es mir wert. Oh, was jetzt? Bosskampf! Ah, das ist ein Bosskampf. Sieht jetzt aber auch nicht wirklich schwer aus. Das war's. Also wenn wir solche Säulen sehen, wissen wir, dass gleich ein Boss kommt. Schlüsselstein. So, dann ist da noch einer. Okay. Ja, mich würde mal euer Feedback interessieren, wie ihr das Spiel findet. Vielleicht habt ihr es schon gespielt oder wollt es noch spielen. Ist übrigens im Game Pass kostenlos verfügbar. Also, gönnt's euch. Den zweiten Teil werde ich mir wahrscheinlich auch noch angucken. Sehr wahrscheinlich. Speicherpunkt setzen. Hoch komme ich nicht, also hier lang. Oh, da unten ist eine Erfahrungskugel. Die will ich. Oh. Sind sie tot? Nee. Gut. Macht dann aber auch nicht einfach das Spiel, gell? Scheiße, ich bin. Ah, zwei Schlüsselsteine brauchen wir. Hier unten ist ja gleich der zweite. Oben lang komme ich leider nicht. Oh Gott. Oh. Ich töte. Gut, ich gespeichert habe. Ich hatte vergessen, wo der Schlüsselstein war. Wieder ein Level up.
dir. Okay. Geschafft. Was war das nochmal für Symbol? Das war... Stammbaum. Oh, das gibt eine neue Fähigkeit. Wenn ich lebend hinkomme. Aua. Das war knapp. Springfestival hier. Aber I like it. Oh, komm ich da hoch? Nein. Und was gibt's? Ein Stammbaum, Leru, lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Doppelsprung. Doppelsprung erlernt. Drücke A, um in die Luft zu springen und drücke dann erneut A, um noch höher zu springen. Yeah, cool. Nett. Und kleine Level up, das ist gut. Was kauft man da? Vitalitätseffizienz. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Ah. Kannst du mit zwei Ziele auf einmal zu treffen? Schwanzverbindung stellt eine Lebenszelle wieder. Ja. Ich schwank zwischen den beiden hier. Ich entscheide mich dafür. Was gibt's hier eigentlich noch? Okay. Was ermöglicht es Ori im sauberen Wasser zu atmen? Das klingt gut. Ich glaube, den Baum sollte ich mal verfolgen hier. Fähigkeiten zählen. Das ist auch interessant. Das ist alles wichtig. Ah, mal schauen, ob ich den Baum komplett mache. Mal schauen. Da ist der Dieb. Aua, das war zu hoch gesprungen. Also wenn ich jetzt eine Speicherpunkt setze, heile ich mich ja. Oh, um einen Punkt, okay. Interessant. Das heißt, ich komme jetzt auch nach oben, oder? Ja. Komme ich hier hoch. Dödel. Hat er gerade Selbstmord begangen. Kann ich drauf stehen bleiben? Ja. Oh nein. Böse Gegner, böse Gegner, böse Gegner. Viel ist easy. So langsam wird's doch hier. Jetzt haben wir 5 von 15, noch 10 Stück. Die werden leider noch nicht angezeigt. Gut, dann haben wir den Bereich jetzt geklärt. Okay, das heißt, wir können jetzt hier links lang. Denke ich mal, oder? Aua. Muss man den Schaden schlucken? Darüber zu kommen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, hier sind nur Erfahrungspunkte. Okay. Oh. So, geh mal erstmal rechts, würde ich sagen.
Ei, ei. Speicherpunkt. Ganz wichtig. Geh mal hier lang. Oh, ich habe genau 4 Punkte dabei. Da sehe ich was Leckeres. Das schaffe ich dann niemals. Oder? Oh, ich habe ja gespeichert. Nope. Einmal versuche ich es noch. Ah, easy. Oh, das war ein Fähigkeitspunkt komplett. Das ist nett. Und jetzt? Ah, easy. Man soll sich auch mal ein bisschen mehr trauen, hä? So, was haben wir hier? Den Strahl können wir damit aufhalten, oder? Oh ja. Den da unten, den kann ich so nicht aufhalten. Gehen wir mal hier hoch. Au. Ach du. Böses Ding. Ich kann leider keinen Speicherpunkt setzen. Weil ich keine Energie habe. Oh. Ein Treffer und ich bin down. Aber erste Folge, ein Tod und hier gleich 13 Tode, ey, echt. Na, mal sehen, ob ich die 500 schaffe. Er trifft mich aber auch jedes Mal. Frech. Echt frech. Mal nicht. Was ist das? Ach, das ist ein Stein, oder wie? Oh ja. Das hier sieht doch... Okay, ich dachte, da wäre irgendwie die geheime Wand dahinter. Geht's noch höher hier? Oh, Heilung. Ich habe keine Energie. Aber wir können mal den Punkt einsetzen, und zwar für... Hab hier die Kosten der Stichflamme? Ja, komm. Hier brauchen wir dann schon 2 Fähigkeitspunkte. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Stein hier... darunter schubsen. Wow! War das gut? Gut, dass ich gespeichert habe. Also wie gesagt, die meisten Tode werden definitiv durch die Umwelt passieren und nicht durch Gegner. Da ist ein Schalter. Gucken wir mal, ob wir rechts ankommen. Nicht. Wie sieht es links aus? Ach ja. Der Sterbsimulator ist das hier echt. Da wäre ich jetzt nicht dahinter gefallen. Echt zu wenig Energie, ey. Ende jetzt hier. Ah, damit kann ich jetzt da hochspringen, oder? Nee. Ach, da leitet den Schuss um.
Mach mal kaputt. Danke. Und eine neue Energiezelle. Oh, okay, komplett aufgeladen. Oh, mehr gibt's da nicht, nee. Das heißt, hier in der Ecke sind wir fertig. Ja, hier bin ich falsch, oder? Nee, geht auch lang. Gegner spawnen echt schnell, ey. Zurück ist ja einfach. Das heißt jetzt hier lang. Ah. So komme ich da wahrscheinlich nicht hoch, oder? Hallo. Nee. Ich komme hier so schnell zurück. Der ist nervig. Boah, das ist ja frech. Den Dieb hinterher. Okay. Manchmal macht er in der Luft schon den Doppelsprung, obwohl er den noch gar nicht machen soll. Finde ich frech. Das ist echt gemein hier, die Stelle. Soll ich denn das schaffen? Oh. Knapp. Schon praktisch, wenn ich so eine Sphäre setze, dass dann einen Lebenspunkt wieder kriege. Und das Level-Up wird man komplett geheilt. Finde ich gut. Oh Gott, was ist denn jetzt? Ach du Scheiße. Nein! Und tot. Das ist hart hier. Was? Warum? Als ob der mich getroffen hat. Ach komm, ey, schafft man das überhaupt? Ach so, man muss von weiter oben. Ah. Nein! Ja. Eine sehr sterbereiche Folge. Der geht nicht bis ganz hoch, das ist frech. Okay. Speichern. Hier geblieben. Ah.
Ja, schnell. Okay, jetzt hat er sich selbst eingeklemmt. Und ich muss die Steinchen ausweichen. Ich muss ihm jetzt helfen, ja? Und dann gibt er mir wahrscheinlich das Ding wieder. Geht's hier? Ah, guck mal da. Oh, was versteckt. Güte und Hoffnung. Oh. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Diese uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginso-Baum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf den Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen, lass uns sofort zurückkehren. Ah, und ich denke mal, dadurch wird das Wasser dann wieder klar und darin können wir dann schwimmen. So, das Gebiet haben wir jetzt. Aber es sind noch ein paar Sachen zum Einsammeln. 75%. Okay, aber wir sind jetzt da. Das heißt, wir können da links. Ja, ist eh nur Wasser, da komme ich eh nicht durch. Da, rechts in dem Gebiet können wir nochmal reingucken, ob wir da reinkommen. Ja, hier bringt mir das, glaube ich, nichts. Können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendein... Ah ne, hier komme ich ja nicht hoch. Ne, dann hat sich das erledigt, oder? Ne, der Sprung ist zu weit. Ne, hier wird es nichts für mich geben, außer den Tod. Oh, voll nein. Ey. Ah, jetzt komme ich bestimmt da rein, oder? Ja, gerade so. Das ist hart. Aber geschafft. Ne, hab ich gar nicht gesehen. Ach, springt doch richtig. Überall diese Spinnen, ey. Weg mit dir. Was gibt's jetzt hier? Oh, eine Lebensphäre. Da komme ich doch niemals hoch. Habe ich doch nicht. Nee. Das wird so nix. Na gut. Halt mir das mal im Hinterkopf. Hallo. Über mir ist auch noch ein Raum, wo ich nicht war. Oh, warte mal. Seht, da hinten ist noch ein Vierer. Ah, ich habe gerade nur drei Zellen, dreieinhalb.
Wasser? Ich brauche Energiezellen. Ah, doch, es ist unter Wasser. Ah, okay. So, dann können wir hier oben erstmal speichern. Gehen wir mal rechts lang, wenn wir da lang kommen. Au! Schlecht. Da werde ich Schaden schlucken müssen, ne? Nee, das wird nix. Oh, doch, doch. Ah, hier komme ich nicht hoch. Schade. Ja, und hier oben, da fehlt mir noch eine Fähigkeit, die ich leider noch nicht habe. So, das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Nein! Also sterben ist jetzt hier echt mittlerweile an der Tagesordnung. 27 Tode. Mir ist auch was. Da komme ich jetzt ran. Da ist auch was. Werde aber von hier nicht rankommen. Oh. Was machst du? Speichern. Oh, ich hab das jetzt überlebt. Komm ich doch hin, okay. Wow. Ah, wir sind jetzt hier über dem. Ah, okay. Verstehe. Weiter geht's. Bedrohliche Musik. Hier und wieder. Das war's gleich. Ich muss hoch. Aber wenn ich näher komme, dann verschwinden sie. Hoch, gell? Nee. Aber wir können mal leveln.
Sprinten kann ich leider noch nicht, deswegen wäre ich erstmal dafür. Und dafür. Jetzt wird mir mehr angezeigt, oder? Nicht wirklich. Voll reingesprungen. Sind echt pfui, die Viecher. Mal kaputt. Danke. Wo man überall hingehen kann. Hui. Das war ein kompletter Fähigkeitspunkt. Oh. Der ist wieder neu gespawnt. Noch ein Fähigkeitspunkt. Und jetzt mal ein Baum. Weg. Gott. Ginsobaum. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsobaums finden. Ach, leichter gesagt als getan. Ah, okay, das ist ein Teleporter. Ich speichere lieber mal hier vorsichtshalber. Jetzt muss ich wieder von unten anfangen. Okay, also hier geht es mal nach oben, statt nach links und rechts. Den kann ich nicht kaputt machen. Jetzt bin ich da. Kann ich da oben rein? Ja, hat mir nicht viel gebracht. Komme ich da überhaupt hoch? Ja. Mhm. Da oben rein. Ah. Ich kann keinen Speicherpunkt setzen. Easy. Okay. Weg mit euch. Hier hin. Ich will nochmal hier hin. Hä? Wo bin ich? Hier.
Das war jetzt nur wegen der Energie. Also ist das hier der Richtige? Bitte was? Ach, ich... Oh, wow. Ist klar. Ist ja gemeingefährlich hier. Hab wieder Schuss um Lenken. Schießt das jetzt hin? Okay. Ah, da oben ist auch noch einer. Ah, ich verstehe. Da muss da rein. So. Physiksrätsel hier. Oh, Boss kommt. Au. Das ist ein Scheißkampf-Arena. Ganz schön aus, der Junge. Weg mit dir. Oh, jetzt nicht schwer. Da bin ich. Komm, wo ich war. Noch hier. Oh, sagt denn die Karte hier? Das haben wir schon geschafft. Okay. Da ist noch ein Schlüsselstein, also werde ich wohl 4. Ja, ich brauche 4. Da. Frech. Okay. Oh, eine neue Fähigkeit. Was ist das hier eigentlich? Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rem war agil, er sprintet durch die Luft. Hör auf seine Stimme, denn er verbreitet die Weisheit. Was kriege ich denn jetzt? Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeiten zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung ziehen, in der du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Cool. Dafür sind diese Laternen da. Nett. Du kannst deinen Feind stoßen, nutze es und lege in der Richtung fest. Cool. Aber ich will die Erfahrungspunkte haben. Komm mal her. Idiot. Das heißt, ich kann die jetzt... nutzen. Ah, okay.
Ja, dachte ich mir. Das haben sie cool gemacht. Ich verstehe. Genau, da kommt da oben jetzt rausgeflogen und macht das kaputt. Aber ich möchte auch die Erfahrungspunkte haben. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich... Ups. Bisschen tiefer, oder? Aber zu tief. Das war nicht tief genug. Aber wieder zu hoch. Aber wir können es auch ganz anders machen. Ha! Easy. Speichern, vorsichtshalber mal. Aua. Aua! Frech. Die fliegen komische Dinger. Machtsphäre, beziehungsweise Energiezelle. Jetzt haben wir schon 7 von 15. Na, es wird doch langsam. Ist echt cool, diese Fähigkeit. Ich komme nicht hoch. War doch knapp dran. Gibt's doch nicht. Als ob ich so nicht rankommen würde. Ich war dran. Gott, wie viele sind denn das? Nein. Das ist schon eine Nummer hier. Ich nehme lieber noch eine Runde. Hammer. Speichern. Wo ist denn das? Busskampf. Der war jetzt nicht sonderlich schwer, aber man weiß, was man machen muss. Geht's noch höher? Warte mal. Die Wand. Oh, das ist der richtige Weg. Das ist das Herz. Das Herz des Ginsebaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf, doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Warte mal, ich will erstmal nochmal hier lang. Ah, Speicherpunkt.
So, haben wir auch nichts vergessen. Nee, sieht gut aus. Gott, wie hoch das ist. Mach mal erst mal links. Jetzt behalten. Das ist cool. Da unten ist noch was. Ich geh erstmal hier lang. Ruhig, Brauner. Spuck mal bitte. Spuck nochmal bitte. Ha, easy. Dann mache ich jetzt die Wurzel kaputt, oder? Ja. Ja. Eine Hälfte haben wir geschafft. Aber ich will noch da unten das haben. Nee, hier nicht. Dödel. Bringt euch alle selbst um. Finde ich gut. Aber weil du hier auf die angewiesen bist, spawnen die ja viel öfters, kann das sein? Bam. Kann ich hier hoch? Das bringt mir aber nichts. Gut, Leute. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und mich begleitet bei Oris Abenteuer. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Ori in the Blind Forest. Und ich sehe gerade, ich habe zwei Punkte, die werde ich noch schnell verteilen. Und zwar hole ich mir... ja, hier, komm. Jetzt brauche ich alles zwei Fähigkeitspunkte. Ja, okay. Gut, nochmal speichern. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei DGV mit eurem Doomsday. Bis dahin, haut rein!